bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Die Wälder sterben. Sie werden von Flammen und Schmutz zerstört. Der Gesang der Vögel verwandelt sich in Schmerzensschreie. Die Tiere verenden jämmerlich. Blätter fallen von den Bäumen. Wo früher Leben war, herrscht jetzt der Tod. Wir müssen verhindern, dass die Erde zugrunde geht. Wir müssen alles tun, um unsere Zukunft zu retten. Winifred, wo bist du? Bruder Tuck, ist alles in Ordnung? Barbara sammelt im Wald Heilkräuter. Danke, mir geht's einigermaßen gut. Aber ich mache mir Sorgen um unseren kleinen Freund hier. Das arme Tier hat sehr unter den Folgen der Umweltkatastrophe zu leiden. Ist es wirklich so schlimm? Sherwood Forest stirbt, weil die Menschen skrupellos sind. Sie streben nur nach Macht und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Winifred, komm her! Winifred, etwas Schreckliches ist passiert! Oh. Oh. Ihr seid es, Gilbert. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Hochwürden. Der Schatz wird uns bald gehören. Und wir werden ihn gerecht unter uns aufteilen, wie es sich für Freunde gehört. Marian! Marian! Wie könnt ihr es wagen, Gilbert? Ich habe nur einen Gedanken. Ich will Rache. Koste es, was es wolle. Ihr habt euch den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Denkt an Marian und Cleo. Wollt ihr eure Schwester nie wiedersehen? Zuerst habe ich eine Rechnung mit dir zu begleichen. Bist du bereit zu sterben? Ja! Gilbert! Gilbert! Robin! Robin! Will, Little John, Mudge, Robin. Wir kümmern uns um den Waldbrand. Du musst versuchen, Cleo und Marian vor Lord Elwin zu retten. Mhm. Hast du verstanden? Wir müssen uns beeilen, sonst ist es zu spät. Das stimmt, du bist ein wahrer Freund, Little John. Hat er gesagt, ein wahrer Freund? Du bist der Chef. Wenn ich ihm helfe, bin ich sein Freund.
Marion, Cleo, ich werde euch retten. Ja, Chef, ich sage dir, wenn wir so weitermachen, schaffen wir es nie. Das darfst du nicht einmal denken. Wenn wir aufgeben, ist der Wald für immer verloren. Also macht weiter. Will hat vollkommen recht. Der Wald bedeutet Leben und wir müssen ihn retten. Wir geben nie auf, oder hast du das vergessen? Los! Es stimmt, was er sagt. Los, weiter! Los! Unfassbar, ich traue meinen Augen nicht. Viele Jahrhunderte hindurch haben die Aristokraten ihre Reichtümer in den Tiefen des Waldes versteckt, um sie vor Dieben zu schützen. Die Schätze lagern zum Teil noch heute in Höhlen oder unter der Erde. Sie müssen unermesslich groß sein. Es ist unvorstellbar. Das ist der Grund, warum man diese Reichtümer den Schatz von Sherwood Forest nennt. Na also, worauf warten wir noch? Machen wir uns daran, den Schatz zu heben. Halt, wartet auf mich, Lord Herford. Lasst uns zusammen ans Werk gehen. Kommt! Du bist in Gedanken bei deinem Bruder Gilbert, nicht wahr? Was weißt du denn schon? Mein Bruder ist für mich gestorben. Das darfst du nicht sagen. Gilbert ist kaltherzig und grausam. Es ist ihm völlig gleichgültig, was aus mir wird. Verstehst du nun besser, warum ich so denke? Im Grunde seines Herzens ist er nicht schlecht. Das glaubst du? Er wollte dich nicht verlassen. Die Umstände haben ihn gezwungen, sich in völlige Einsamkeit zurückzuziehen. Es ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Manchmal bringen uns Kummer und Traurigkeit dazu, gerade die Menschen zu verletzen, die wir lieben. Mir ist es einmal genauso ergangen. Ich weiß nicht, er hat mir zu sehr wehgetan. Ach, Cleo. Meine Güte, was sollen wir jetzt bloß tun? Weitergehen. Wenn du mir nicht auf der Stelle loslässt! Nein, tut das nicht! Hilfe! Ja.
Zu. Ich habe nie geglaubt, dass der Schatz wirklich existiert. Aber jetzt bin ich am Ziel meiner Wünsche. Hier geblieben. Es war meine Idee, auf Schatzsuche zu gehen. Und ich habe alles unternommen, um ihn zu finden. Also habe ich auch einen größeren Anspruch darauf als ihr. Los, schert euch weg, Lord. Au! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Schatz gehört mir ganz allein. Ich bin der reichste Mann von Nottingham. Hurra! Hurra! Die Hälfte gehört mir. Der Schatz gehört mir ganz allein. Ihr macht mir keine Hilfe, also habt ihr ihn auch nicht verdient. Was sagt ihr da? Ich habe euch ein Vermögen zur Verfügung gestellt, damit ihr auf Schatzsuche gehen könnt. Wir werden ihn gerecht unter uns verteilen. Lächerlich! Den größten Teil der Arbeit habe ich geleistet, während ihr nur zugesehen habt. Ohne mich wärt ihr noch keinen Schritt weiter. Untersteht euch in diesem Ton, mit mir zu sprechen! Ich bin Lord Herford und habe es verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Ihr seid doch nur ein Schakal mit Schnurrbart! Ihr wagt es, mich zu beleidigen! Hört mir gut zu, Lord. Euer respektloses Benehmen mir gegenüber könnte euch noch teuer zu stehen kommen. Ich werde bald König des Landes sein! Kaum zu glauben, dass man so skrupellos und so habgierig sein kann. Ah, ihr seid ein fettes, vollgefressenes Schwein. Ich werde euch zeigen, wer hier der Herr ist. Das werdet ihr mir büßen, Elvin. Ich habe mich in euch getäuscht. Ihr seid falsch und verlogen. Ah, ah, nicht aufgeben. Ich muss Marian und Cleo retten. Was ist das? Also gut, Lord. Seid ihr einverstanden mit meinem Vorschlag? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dieses Schwert teilt den Schatz in zwei Hälften. Der eine Teil gehört mir, der andere ist für euch. Seid ihr damit einverstanden? Komm, Marian, wir müssen fliehen. Ja. Oh, die Mädchen versuchen zu fliehen. Verfluche euch, Lord Elvin! Ach, ihr seid es. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wir haben uns nämlich gerade über euren Anteil unterhalten. So war's doch nicht wahr, lieber Lord? Stimmt, darüber haben wir eben gesprochen. Lord Elvin sagte gerade, dass ihr auch Anspruch auf den Schatz habt. So werden wir euch einen Teil abgeben. Das ist doch richtig, nicht wahr, Lord Elvin? Ja, vollkommen. Das haben wir beschlossen. Ihr lügt! Dafür müsst ihr sterben!
Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Ich glaube, der kann uns nicht mehr viel anhaben. Nun zu euch, ihr beiden Ausreißer. Ich traue euch nicht. Das ist besser, euch an den Baum zu binden, bevor ihr wieder versucht zu fliehen. Rührt mich nicht an, ich warne euch. Marian, diesmal entkommst du nicht. Unsere Schätze sind wertvoller als dein goldenes Kreuz. Es tut mir leid, aber du musst hört sterben. Auf! Lord Elwyn, eure Taten sind unverzeihlich. Zum ersten Mal werde ich einen Pfeil abschießen, um einen Menschen zu töten. Heiliger Bogen, gib mir Kraft. Robin! Robin! Das Spiel ist aus. Ihr werdet sterben. Das wollen wir erst mal sehen. Versuch doch, mich zu töten, du Schwächling. Deine Rechnung geht nicht auf. Wenn du mich triffst, muss Cleo sterben. Und wenn du einen Pfeil auf Lord Herford abschießt, werde ich deine geliebte Marian töten. Es tut mir leid. Egal, was du auch anstellst, du hast keine Möglichkeit, beiden Mädchen das Leben zu retten. Ich versuche es. Hilf mir! Eine hervorragende Idee, die beiden Mädchen auf Schatzsuche mitzunehmen. Na, was ist du, Zwerg? Oh. Gilbert ist da, Vorsicht! Gilbert, was macht ihr hier? Heilung, Lord Herford, nutzen wir die Chance. Ich fass es nicht, was macht Gilbert hier? Halt, Gilbert, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich an mir zu rächen. Wir sollten uns zusammentun. Ach, du meinst wirklich, wir sollten uns zusammentun, um gegen Elwyn zu kämpfen? Wir haben keine Wahl. Ich habe mir geschworen, dich unter allen Umständen zu töten. Egal, was passiert. Ja! Kinder, es ist zu anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich kriege keine Luft, Winifred. Es ist so heiß. Reißt euch zusammen. Wir müssen durchhalten. Wir müssen irgendwo ein Plätzchen finden, das uns Schutz vor dem Feuer bietet. Oh. Sag mal, Barbara, warum spielt euch das Schicksal so übel mit? Ihr seid noch jung und unschuldig. Ihr habt doch nichts verbrochen. Oh mein Gott, nein! Auf diesen Tag habe ich schon seit Ewigkeiten gewartet. Jetzt werde ich für immer reich sein. Der arme Irre, er weiß nicht, worauf es ankommt. Soll er sich alles Gold nehmen? Ich will den wahren Schatz des Waldes. Diese leuchtende Kugel garantiert mir Reichtum und Macht. Danach strebe ich. Wenn ich den Schatz des Waldes besitze, werde ich auch König des Landes. Was ist los mit dir, Robin? Du willst doch wohl nicht etwa aufgeben. Robin!
Du hast keine Kraft mehr, weil du verletzt bist. Du wirst deinen Bogen nicht mehr spannen können. Ich habe keine Wahl. Cleo und Marianne sind in Lebensgefahr. Wenn ich sie retten will, muss ich zuerst gegen Gilbert kämpfen. Ich muss gegen Gilbert kämpfen und ihn töten. Na, was ist? Worauf wartest du? Schatz des Waldes, ich kann es kaum erwarten, dich mit meinen Händen zu berühren. Plötzlich die Erde.